So klingt es, wenn 3500 Bikerinnen und Biker finden, dass man ihnen zu Unrecht vorwirft, dass sie zu laut sind. Um darauf aufmerksam zu machen, dass Generalverdacht nie in Ordnung ist, haben sich Motorradenthusiasten aus dem ganzen Norden heute auf der Hamburger Reeperbahn versammelt. Ein zufälliger Treff von vielen Motorradfahrern heute. Ja, genau. Wir nutzen den Sonnenschein quasi. Ja, ja. Es ist ein Zufall, dass heute echt viele unterwegs sind bei dem guten Wetter. Auf jeden Fall. Wir haben das mit Petrus geklärt. Offiziell sind alle hier im Rahmen einer privaten Anfahrt nach Hamburg gekommen. Die Versammlung selbst war unter der Voraussetzung der Einhaltung der Corona-Regeln genehmigt worden. Anlass ist, dass der Bundesrat fordert, Anwohner von beliebten Strecken vor Motorradlärm zu schützen, und zwar mit einem Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Für Carola von Morgenstern aus Preetz wäre das mindestens das Ende der Welt. 2007 bin ich durch eine Erkrankung im Rollstuhl gewesen und mein Ziel ist es gewesen, wieder Auto und Motorrad fahren zu können. Obwohl mir die Ärzte damals gesagt haben, das wirst du nie wieder können und es funktioniert. Es ist meine Therapie und ich lasse mir das nicht verbieten. Deswegen hat sich Carola heute Vormittag mit insgesamt 430 schleswig-holsteinischen Bikern getroffen, um ganz privat von Neumünster aus nach Hamburg zu fahren. Auf Maschinen, die das komplette Klangspektrum des Marktes abbilden. Wie leise kann man damit fahren? Nein, meine Damen und Herren, es handelt sich hierbei um die anständigen Biker, die dafür demonstrieren, dass sie nicht über einen Kamm geschoren werden, mit denen, die zu laut fahren. Wie laut könnte das sein, wenn du böse wärst? Das Verständnis dafür, dass manche Leute röhrende Motoren am Sonntag nicht so richtig genießen können, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Wer zu Hause bleiben soll, möchte, darf es gerne tun. Wir nicht. Die Frage ist ja nur, ob dann die Leute nicht zu Hause in Ruhe sein können, weil ihr draußen seid. Naja, wir sind ja viel zu schnell. Ja. Geräusch haben sie ja nicht lange. Wir können ja nicht eine Kollektivstrafe hier veranstalten für alle, nur weil irgendwelche Leute da vielleicht meinen, sie müssen ein bisschen ihren keine Ahnung was verlängern. Ja, die Frage ist, ob das wirklich nur so wenige sind. Weil das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich für meinen Teil gehöre jedenfalls nicht zu dieser Minderheit. Klar gibt es überall schwarze Schafe. Die gibt es beim Fußball, bei allen Sportarten. Aber es gibt Gesetze und die können kontrolliert werden. Zum Beispiel solche, die Tricksen mit elektronischen Auspuffklappen verbieten. Das ist legal. Was ist das? Das ist legal. Diese Klappen, die den Sound leiser machen sollen, können überbrückt werden. Sowas solle halt härter bestraft werden, dann brauche es kein Fahrverbot. Haben Sie einen Lösungsvorschlag, der sowohl Anwohner als auch Motorradfahrer befriedigen würde? So fahren, wie ich fahre. Ja. Und nicht vor dem Ortsschild 10 Meter oder 20 Meter vorher schon Gas geben, das ist scheiße. Dass sowas auch Fahrer getunte Autos machen, der Bundesrat sich aber auf die Zweiräder fokussiert, ärgert die Biker besonders. Trotzdem fahren sie gesittet durchs Nieselwetter nach Hamburg, um zu zeigen, wie vielen Menschen Fahrverbote sehr wehtun würden. Irgendwo hier gefunden, meine Damen und Herren. Hat sich das gelohnt? Das hat sich hoffentlich gelohnt. Ich weiß ja nicht, was wir erreichen, aber da heute mehrere Demos stattfinden, hoffe ich, dass das mal oben ankommt. Besser noch, wenn es im Bundestag ankommt. Denn der muss über ein Verbot entscheiden.